Geht nach Hause, Lord Liu Kang. Ich soll niemanden durchlassen. Ich muss zu Ihrer Majestät. Sie muss den Erdenreich-Angriff abbrechen. Ihre Entscheidung war unklug. Aber sie hört nicht mehr auf mich. Und sie wird auch nicht auf dich hören. Die Imperatorin wurde getäuscht. Sheng Tsung und General Shao haben die Krise inszeniert, um sie vom Thron zu stoßen. General Shao? Ich hab gewusst, dass er sich verstellt. Aber dass er mit Sheng Tsung? Ich wusste, man kann ihm nicht trauen. Wäre ich noch Umgadi, wäre er nie in die Nähe der Imperatorin gelangt. Laut meinen Quellen erschien er aus dem Nichts und fand sofort Gehör bei der Imperatorin. Sie vertraut ihm, weil er Prinzessin Melina behandelt. Tragisch. Sie hat die Tarkat-Krankheit. Tarkat? Die Imperatorin muss außer sich sein. Falls Sheng Tsung sie heilen kann, hört sie natürlich auf ihn. Ich habe das niemandem erzählt. Achte bitte darauf, dass es keiner erfährt. Das ist äußerst wichtig. Selbstverständlich. Wenn das rauskäme, würde man die Königsfamilie stürzen. Li Mei, Imperatorin Sindel braucht uns. Wirst du mir helfen? Imperator Jareds Tod und der Schmerz Sindels verfolgen mich bis heute. Ich habe einmal versagt. Es wird kein zweites Mal geben. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Meine Kontakte meinten, die Soldaten des Generals seien außer Kontrolle. Aber ich verstehe es nicht. General Shao ist ein Verräter? Es ist die giftige Saat Sheng Tsungs, die ihn verderbt. Er hat dem General geschmeichelt und seine Vorurteile verstärkt, sodass er glaubt, nur er könne die Außenwelt retten. Er ist vielleicht unaufhaltbar. Es gibt zu wenig Umgadi und sie sind nicht bereit für den Krieg. Auch ich werde der Imperatorin zu Hilfe kommen. Fahrer, was ist los? Ich brauche wohl sofort Hilfe. Bring Liu Kang zum Portal zurück, Li Mei. Er ist hier nicht willkommen. Ich werde es nicht zulassen. Der General kommt nicht auf den Thron. Dann wirst du die neue Regierung nicht erleben. Umzingelt. Ich bin der Beschützer des Erdenreichs. Combat ist mir nicht fremd. Dann legen wir mal los. Du warst uns im Weg, statt dich uns anzuschließen. Deine Umgadi-Fähigkeiten hätten uns geholfen. Genug. Komplimente von Verrätern bedeuten mir nichts. Fight! Du und deine Komplizen werdet euch verantworten müssen, Reiko. Wir müssen weg. Die Verstärkung ist schon auf dem Weg. Die Kunde von seiner Ankunft eilt euch voraus. Ergebt euch und niemand wird verletzt. Lass uns durch, Tanya. Die Imperatorin ist in Gefahr. Er sagt, dass Sheng Tsung und General Shao gegen sie angehen. Der General? Und du glaubst einfach derartige Lügen? Du erweist dich wieder mal als unfähig, das Königshaus zu beschützen. Fight!
Tut mir leid, dass es notwendig ist. Priesterin. Ihr wisst, wer ich bin. Was ich an eurer Seite geleistet habe. Ich bin nicht mehr willkommen. Doch im Inneren bin ich eine Umgadi. Ich werde mich immer an meinen Eid halten. Er ist hier, weil die Imperatorin in Gefahr ist. Stellt euch gegen uns und sie wird gestürzt. Kämpft mit uns und wir retten das Reich. Du hast mich nicht getötet? Wir wollen dir nichts tun. Und um das der Imperatorin zu beweisen, musst du leben. Wie kannst du es wagen, Li Mei? Erst lässt du zu, dass Jared getötet wird? Und jetzt, dass Lu Kang meine Familie vernichtet? Mein Herz brach, als dein Mann starb. Ich verlor meinen Imperator. Und dich, meine beste Freundin. Du wirst mir wohl nie vergeben. Aber lass dich nicht vom Kummer blenden. Wir wollen dir nur helfen. Nein, dein Zustand. Welch Treulosigkeit, Li Mei. Wie kannst du nur dem Erdenreich helfen? Ich handle zu eurem Wohl und zu dem der Außenwelt. Denk doch mal nach, dann erkennst du es. Fight! Du musst klüger sein, Prinzessin. Nein, Melina. Ich verbiete es. Wenn ich mein Leben nicht für den Thron riskiere, bin ich ihn nicht wert. Das habe ich dir beigebracht, Prinzessin. Da warst du noch ein Kind. Das ist lange her. Viel hat sich verändert. Meine Treue zu deiner Familie nicht. Vertrau mir, so wie damals. Bitte, Prinzessin, hör doch. Der Kampf lohnt sich nicht. Vergib mir, Prinzessin. Aber ich lass nicht zu, dass du dich oder andere verletzt. Fight! Takat macht uns alle zu Opfern. Gelobt sei Argus. Danke. Ich stehe in deiner Schuld. Nein, Majestät. Unter Freunden gibt es keine Schuld. Ich bin froh, dass sie in Sicherheit ist. Und unser Kampf vorbei. Er ist nicht vorbei. Er ruht nur. Li Mei hat mein Wohlwollen verdient. Ob du es tust, bleibt abzuwarten. Ich will nur Frieden, Majestät. Schickst du deshalb Spione auf geheimer Mission in mein Reich? Du bist also wirklich der Feind, vor dem ich stets gewarnt wurde.
Ich verstehe deine Wut. Doch hatte ich Grund zu der Annahme, dass Shang Tsung eine Gefahr für uns beide ist. Ohne einen Beweis wollte ich dich nicht mit Vermutungen belasten. Und nun? Sie sind wahr. Shang Tsung, Quan Chi, der General. Sie arbeiten daran, unsere Reiche zu erobern. Ein ernster Vorwurf. Wo ist dein Beweis? In Shang Tsungs Labor. Und wenn dich nicht überzeugt, was du dort siehst, überlasse ich dir das Erdenreich kampflos. Wie konnte ich mich so in ihnen irren? Dass Shang Tsung derart verdorben handelt und dass General Shao es billigt, das hätte ich nie von ihnen erwartet. Trotz all meiner Mühen sind weder die Menschen noch Quan Chi die, die sie sein sollten. Du bist nicht für sie verantwortlich. Sie sind Außenweltler. Aber ich habe ihre Schicksale geschaffen. Wie auch viele andere Schicksale. Zu Anbeginn der Geschichte. Du hast die Reiche erschaffen? Bist du von Sinnen? Halbgott? Jetzt bin ich nur ein Halbgott. Doch einst war ich viel mächtiger als alle Götter Ältesten zusammen. Ich war ein Titan und der Wächter der Zeit. Das ist Garrus. Majestät, eure Hoheiten. Garrus ist der Wächter des Stundenglases. Als himmlisches Objekt von jenseits der Reiche steuert das Stundenglas Zeit und Schicksal. Als ich seine Macht erlangte, lag es an mir, die Existenz neu zu erschaffen. Dies tat ich und begann alles von vorne. Von vorne? Vor dieser Zeitlinie gab es Milliarden anderer. Auch wenn diese die erste aus Liu Kangs Händen ist. Die anderen stammten von seiner Vorgängerin. Kronika war besessen davon, Gut und Böse auszugleichen. Wenn eine Zeitlinie zu sehr nach einer Seite ausschlug, hielt sie die Zeit an, schrieb die Geschichte neu, spielte mit Leben und Ereignissen, stets auf der Suche nach der goldenen Mitte. In früheren Zeitlinien verlieh Kronika Shang Tsung und Quan Chi Macht über die schrecklichste Magie. Shao war kein General, sondern ein gnadenloser Herrscher und Eroberer. Du, Sindel, warst seine skrupellose Frau, die für ihre Privilegien alles getan hätte. Als ich das Stundenglas an mich nahm, wollte ich es besser machen. In dieser Zeitlinie gab ich den Zauberern also keine dunklen Kräfte. Shao ist dein treuer Anhänger. Und du herrschst streng über die Außenwelt, aber gerecht. Doch jemand hat an Liu Kangs Entwurf herumgepfuscht. Shao, Shang Tsung, Quan Chi, sie alle wurden von etwas Unbekannten verleitet, wieder zu den Schurken aus ihren früheren Zeitlinien zu werden. Wo wollen wir anfangen? Soll ich mich vor dir verneigen? Erwartest du Verehrung? Nein, Majestät. Meine vorige Rolle wurde mir durch die Umstände zuteil. Ich bin keineswegs göttlich. Du hattest die Macht über die Schöpfung und hast verzichtet? Ich sah, wie sie Kronika verrückt gemacht hat. Ich wusste, mir würde es nicht besser ergehen. Du wagst es, dich gegen die Außenwelt zu richten? Nicht gegen die Außenwelt, nur gegen deine falsche Herrschaft. Deine Unterwürfigkeit macht uns alle zu Vasallen. Du begrüßt diese unaussprechlichen Gräuel und belügst mich über die Gefahren? Dank dir klebt schon Blut des Erdenreichs an meinen Händen. Blut, das nicht hätte vergossen werden müssen. Nicht früher. Sindel, ihr alle, gebt Acht. Was ist los? Shinnoks Amulett. Es ist eine schreckliche Waffe. Es sollte nicht existieren.
Sein Schöpfer ist machtlos, wie von Liu Kang geplant. Noch ein Beweis für eine Einflussnahme von außen. Genug gelabert! Kniet vor dem neuen Imperator der Außenwelt. Leg das Amulett ab. Du kannst es nicht kontrollieren. Glaubst du etwa, ich ziehe ungeübt in den Kampf? Ich bin mehr als bereit dafür. General Shao sendet also die Feinde aus der Außenwelt gegen mich? Er ist ein Narr, sich mit euch Blutsaugern zu verbünden. Fight! Du bist nicht besser als Shang Tsungs Monstrositäten. Tanya und deine Töchter, sie sind nicht tot, nur im Amulett gefangen. Wir können sie retten. Verrat beteiligt bist. Das wird dich dein Leben kosten. Das bin ich ihm schon mehrfach schuldig. Mein Leben für ihn zu opfern, wäre eine Ehre. Fight! Eure Rebellion wird scheitern. Dein Verrat schmerzt zutiefst, Rey. Du warst immer wie ein Sohn. Ich bin die entwachsene Imperatorin. Shang Tsung hat mich gelehrt, wie viel Macht in mir verborgen ist. Um sie zu entfalten, muss ich mich frei von Grenzen bewegen. Fight! Für mich bist du endgültig gestorben. Deine Herrschaft ist vorbei, Sandel. Ich weiß noch, was für ein kränklicher Junge du warst. Wie dein Vater kämpfen musste, damit du gesund wirst. Und nun spuckst du zum Dank auf seine Ideale. Deine Revolte zerstört, was ihm lieb und teuer war. Fight! Du darfst gehen, General. Das Amulett, Majestät. Ich unterbreche ungern, aber wir müssen eilen, um das Erdenreich zu retten. Ist das ein Befehl meines Schöpfers? Nein, Majestät. Es ist der Wunsch eines Freundes. Wir sind bereit. Und die Seelenräuber? Lass sie laufen. Die gesammelten Seelen sind sicher noch von Nutzen. Hup.
Werden Sie sich bei Befehl zurückziehen? Nein. Das sind die treuesten Offiziere des Generals. Sie müssen neutralisiert werden, um die Seelenräuber abzuschalten. So ist es. Teilen wir uns auf. Klingen zu spüren. Wir sind viele. Du bist eine. Eure Seelen gehören bald zu unserer Sammlung. Fight! Meine bestimmt nicht, Ermac. Fantastisch, Melina. In einem anderen Leben wärst du sicher um Gadi. Ich ziehe dieses vor, liebste Tanya. Ja. Wir müssen weg. Schnell. Melina, warte. Vater. Wirklich? Ja, Melina. Dieser Körper besteht aus den Seelen des lebenden Waldes. Meine war auch da. Dein Angriff hat den Zauber gebrochen, der uns hält. Jetzt habe ich die Kontrolle. Vater! Du bist Umgadi, aber nicht Limay. Ich ersetzte sie nach eurem Tod, Majestät. Sie verließ den Orden, statt ihre Strafe anzunehmen. Strafe? Es war nicht ihr Fehler. Lass uns später darüber reden, Vater. Wir müssen los. Vermisst habe. Sei gegrüßt, Jared. Liu Kang, mein Freund. Schön, dich zu sehen. Gut, dass du zurück bist. Unsere derzeitige Situation ist wieder einmal ernst. Und wieder werden wir sie überstehen. Meine liebste Sindel, ich stehe dir zu Diensten.
Wieso merken Sie nicht, dass die Seelenräuber abgeschaltet sind? Wir befinden uns tief im Berg. Hier drin merken Sie das nicht. Seht nur, wie Sie intrigieren. Wir lassen nicht zu, dass sich die Geschichte wiederholt. Wir brauchen die Krone. Ohne sie wird es keine neuen Krieger geben. Unsere Chancen sind besser, wenn wir sie umstellen. Ich lenke sie ab und ihr bringt euch in Position. Überlasst das mir. Shang Tsung. Prinzessin Melina. Es gibt Neues aus der Außenwelt. Sindel wurde abgesetzt. General Shao herrscht jetzt. Und dennoch bist du frei. Der General brauchte Hilfe aus dem Inneren. Er bekam sie von mir. Die Thronerbin gibt den Thron leichtfertig auf. Tja, ich wollte diese Bürde nie. Das Reich bleibt besser in General... Imperator Shaos Händen. Das zeugt von großer Reife. Die Außenwelt profitiert von deiner Weisheit. Ja, Shang Tsung, so ist es. Aber nicht ganz so, wie du es erwartest. Gewagtes Spiel, Prinzessin. Eine durchaus beeindruckende Leistung. Wer hätte das von ihr gedacht? Ihr zählt zu jenen, die an mir zweifeln. Dann zähle ich euch zu den Toten. Fight! Die Außenwelt im Stich zu lassen, hat Konsequenzen. Dank der Prinzessin ist dieser Kampf beendet. Der Kampf vielleicht, der Krieg nicht. Wohl wahr. Bis deine Gönnerin gefasst ist, bleiben die Reiche in Gefahr. Wer ist sie, Zauberer? Wenn man vom Teufel spricht. Liu Kang, das ist Damashi. Damashi? Du musst dich geirrt haben, Zauberer. Du bist nicht Damashi. Du bist ich. Genauer gesagt, bist du ich. Ein trauriger Abklatsch. Erschaffen durch Liu Kangs Pfuscherei. Was geht dir vor? Wer ist das? Diesen Shang Tsung bekämpfte ich für das Stundenglas. Ich hielt ihn für tot. So wie ich dich, Liu Kang. Unser Kampf setzte gewaltige Energien frei, durch welche die Zeit zerriss. So brachte der Kampf zwei Ergebnisse. Einmal war ich der Sieger. Einmal du. Es dauerte Äonen, bis mir das klar war. Wusste ich, wohin mein Weg mich führen wird. In dieser Gestalt infiltrierte ich deine Zeit. Ich nahm diesen Abschaum und verlieh ihnen große Macht. Gemeinsam säten sie Zwietracht unter den Reichen und versammelten für mich meine Drachenarmee. Ich ließ sie glauben, sie würden bei der Eroberung von Erdenreich und Außenwelt helfen. Aber ich werde alles Leben in dieser Zeitlinie auslöschen und sie mit meiner verschmelzen. Versprachst uns Reiche. Nun lässt du uns abschlachten. Ihr wart Bauern, nicht mehr. Ihr wart sehr hilfreich. Und jetzt werdet ihr geopfert. Wir haben dir gedient. Die Drachenkrone geschaffen. Das hier ist ein Spielzeug. Um die Drachenarmee zu kontrollieren.
brauche ich nur die Seelen darin. Leb wohl, Liu Kang. Dich und deine Zeitlinie wird niemand vermissen. Wir haben wohl dieselben Interessen. Vorerst. Ich traue euch beiden kein bisschen. Ich töte euch beim ersten Anzeichen von Verrat. Widerstand hat keinen Zweck. Diese Zeitlinie wird zerstört. Der neue Shang Tsung hätte mehr Schergen schicken sollen. Tritt vor, wenn du dich traust. Ich werde Raidens Werk beenden. Beharrlichkeit ist bewundernswert. Solange wir noch atmen und noch Blut durch unsere Adern fließt, sind wir nicht geschlagen. Eine noble Einstellung, die jedoch wenig nützen wird. Keiner von euch kommt hier lebend raus. Wenn ein Kind seine Mutter verliert. Wenn meine Mutter stirbt, ist sie nicht die einzige Sindel, die verschwindet. Fight! Zumindest hatten wir noch ein paar Stunden. Das bedeutet mir viel. Mutter. Du bist nun Imperatorin. Herrsche gut. Das werde ich, Mutter. Vater und Kitana werden mir helfen. Ich habe ihre Seele gesammelt. Ich trage deine Mutter in mir.
Sie ist sicher. Beeilung, alle! Wir ziehen uns zurück! Diese Armee zwischen den Reichen zu bewegen, braucht er ein Portal, ja? Mehr als eines. Er braucht einen ganzen Haufen an Portalen. Der muss ganz in der Nähe sein. Sie werden uns zu ihm führen. Okay. Aber wir können erst mit Raiden und Kung Lao zuschlagen. Dass uns die Lin Kuei nicht helfen, ist unverzeihlich. Bi-Han hat sie völlig verdorben. Darum kümmern wir uns, wenn diese Krise bewältigt ist. Dies ist nur die erste Schlacht in einem langen Krieg. Der Titan Shang Tsung hat seine Zeitlinie darauf ausgerichtet. Sie ist zu stark für uns. Mein Gegenpart sagt, ein Kampf mit ihm hat die Zeit zerrissen und zwei Zeitlinien geschaffen. Doch woher wissen wir, dass es nicht noch mehr sind? Wenn es zwei gibt, warum nicht auch drei? Wieso dieses Gedankenspiel, Zauberer? Du sagst, uns fehlt Stärke. Vielleicht ist sie in anderen Zeitlinien. Was meinst du damit? Wir stellen eine riesige Armee aus Titanen auf und holen uns diese Verbündeten aus anderen Zeitlinien. Falls es sie gibt. Und das ist eher ungewiss. Spekulationen retten uns nicht. Wir müssen den Kampf nehmen, der vor uns liegt. Wenn Liu Kang recht hat, ist der Kampf jedoch schon verloren. Dies ist unsere einzige Hoffnung. Garrus, was denkst du? Die Möglichkeit besteht. Aber ich bin der Wächter des Stundenglases. Die Suche liegt nicht in meiner Macht. Diese Aufgabe kann nur der Wächter der Zeit übernehmen. Ich habe diese Macht nicht mehr. Vielleicht kannst du sie zurückgewinnen. Was? Was meinst du? Als du die Kontrolle über das Stundenglas aufgabst, dachte ich mir, du könntest es bereuen. Anstatt deine Macht verfliegen zu lassen, habe ich sie gesammelt. Bis heute habe ich sie sicher verwahrt. Und das sagst du mir erst jetzt? Du musst wissen, die Wiederherstellung deiner Macht ist wahrscheinlich unumkehrbar. Eine Rückkehr in dein geliebtes Leben als Beschützer des Erdenreichs ist danach unter Umständen nicht mehr möglich. Und dieses Opfer sollte ich erst dann erbringen müssen, wenn es wirklich unvermeidlich ist. Korrekt. Danke, Garrus. Deine Weisheit hat uns gerettet. Gut. Wo bewahrst du meine Macht auf? Wir brauchen sie schnell. Die ist im Feuertempel. Bewahrt in dem Jade-Jaguar, den dir der große Kung Lao dargebracht hat. Ja, Garrus? Liu Kang ist stärker als erwartet und gibt nicht nach. Er und seine Leute sind aus der Festung entkommen. Vergiss die anderen. Such nur Liu Kang. Nur er bedroht meine Pläne. Du hättest kein besseres Gefäß wählen können, Garrus. Kung Laos Geschenk war mir stets teuer. Es erinnert mich an seinen starken Charakter und sein großes Herz. Sobald wir den Jade-Jaguar haben, begeben wir uns zum Stundenglas. Dort werden wir die darin gespeicherten Zeitkräfte auf dich übertragen. Mir fällt gerade auf, dass du die ganze Zeit ungehinderten Zugang zu der aufbewahrten Macht im Inneren hattest. Du hast sie nicht genommen, dich nicht zum Wächter der Zeit gemacht. Trotz der Versuchung. Warum? Weil ich Vertrauen in deine Vision der neuen Ära habe. Mir genügt es, diese zu bewachen. Danke, Garrus. Nun, zu deinem Vorschlag. Bist du sicher, dass er meine Macht wiederherstellt?
soweit man bei etwas sicher sein kann, das vorher weder ausprobiert noch getestet wurde. Aber selbst im Erfolgsfall ist nicht gesagt, dass du andere Zeitlinien oder Verbündete finden wirst. Vielleicht gibt es sie nicht. Ich hoffe, dass es Erfolg hat. Ich lasse die anderen ungern zurück. Deine Streiter werden sich in den Kampf gegen die Drachenarmee werfen. Die Mutter aller Schlachten steht ihnen bevor. Mögen die Götterältesten sie schützen. Meine Ex lag so falsch. Die 30.000 hierfür waren ein echtes Schnäppchen. Diese Magie ist unglaublich. Nicht Magie, meine Liebe. Technologie. So oder so ist es klar, wie es weitergeht. Die Portale und die Drachenarmee müssen vernichtet werden. Scorpion, hast du einen Plan? Wir müssen uns aufteilen. Du, Shang Tsung und Quan Chi greift mit eurer Magie die Portale an. Währenddessen dezimieren Kenshi und Jared die Drachenarmee. Der Rest greift unsere dunklen Doppelgänger an. Wenn sie besiegt sind, bricht die Drachenarmee hoffentlich auseinander. Eine brillante Strategie. Wahrlich, ich hätte keine bessere ersinnen können. Genug der Schmeicheleien. Wenn wir euch vertrauen sollen, dann handelt, anstatt zu reden. Unser Gift verbreitet sich. Es wird das Ende aller Dinge sein. Armageddon. Bedauerlich. Der Kampf geht weiter, Shang Tsung. Quan Chi, mir nach. Es gefällt mir nicht, dass man mich aufs Kreuz gelegt hat. Diesen Zorn teile ich. Wir sollten wohl unsere Wut nutzen und damit die Schergen meines Doppelgängers auslöschen. Fight! Diese beiden machen keinen Ärger mehr.
Es gibt noch andere, um die wir uns kümmern müssen. Geht das nur mir so, oder wird dieser Raiden unerträglich? Du hast recht. Doch darum kümmern wir uns später. Wir haben akutere Probleme. Fight! Problem gelöst. Ein Fortschritt. Nun auf zum nächsten. Sehen. Seine Lebenskraft versorgt die Portale mit Energie. Wenn wir ihn töten, schließen wir damit die Portale. Diese übereifrigen Schergen sind lästig. Töten wir sie. Fight! So viel zum Thema Feuer und Eis. Bist du verletzt? Ging mir nie besser. Narren, euer Zauber war schwach. Ihr habt mich nur überrascht. Das wird nicht nochmal passieren. Fight! Seine Seele ist unser. Armee ist umstellt. Alle anderen Reiche in dieser Zeitlinie sind sicher. Vergiss nicht, Raiden. Für diesen Dienst haben wir unser Leben riskiert. Was nicht nötig gewesen wäre, wenn du nicht mit dem anderen Shang Tsung konspiriert hättest. Sie kämpfen bis zum letzten Mann. Kommt, helfen wir den anderen.